Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den zweiten Orden ergattert von Kate und ja, dann haben wir mit dem Präsidenten, ne, nicht Präsident, doch Präsident, oder? Von der Gala, wie man auch immer nennt, Turnier und ja, Rosé und ja, dann hat uns Hopp hier begrüßt und wir müssen jetzt den dritten Arena-Leiter aufsuchen, welcher sich in der Galamine 2 befindet. Und warte mal, du standst vorher nicht da, glaube ich. Nicht von dir eine Angel. Nicht in der Tat, heißt immer alles oder nichts. Nö. Okay. Und ja, wir sollen den dritten Arena-Leiter finden, weil die sind, wir müssen die aus irgendeinem Grund alle erstmal finden, bevor wir die herausfordern können. Und ja, er soll sich irgendwo hier drin befinden und wir gucken uns hier mal um, was hier noch so ist. Was bist du? Ein Schalelos. Okay, sieht irgendwie anders aus, als ich in Erinnerung habe. Oh Gott. Fangen wir nicht mal, warum nicht? Okay, wir müssen noch einen Schlag überleben, ne? Also einmal reinhauen. Ist gut, dass du paralysiert bist, dann kann ich dich ein bisschen besser fangen. Da ist eben besser, das ist sogar besser. Bongen, Rubla, Bonk. Ja, na, kein Problem. Macht das ruhig. Und Pokéball fliegt, Au! Das ist auch eine Galar-Version irgendwie. Das sieht ein bisschen anders aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass vorher so aussah. Boom. Klasse, Schalelos wurde gefangen. Bonk. Alter. Das hat schwach Datei. Wasser. Welche Form es annimmt, hängt angeblich von seinem Futter. Ob es tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Alles klar. So, weil ich dachte, es wäre ein Shiny, aber so viel Glück habe ich, glaube ich, nicht. Ne? Angriff vor Verteidigung und sei ja wieder klar. Ah, falscher Knopf. Gut. Warte mal hier. Also für den neue Pokémon. Er war ganz shiny. Das ist ein blaues. So, ich angel mal ein bisschen. Ich will sagen, komm schon. Hallöchen. Na, Smeerbe. Hey, gegen dich habe ich schon gekämpft. In diesen Dingen, ja. Ja, also vielleicht sollte ich einen anderen an erste Stelle bringen. Ich werde sich die ganze Party verbringen zu kämpfen, Pokémon zu fangen. Ah, machen wir mal. Ja, komm. Hey, du schon wieder. Du schon wieder. Ich habe gerade mein erstes. Oh. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zutunung für meine Pokémon. Selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau abzulassen. Aber Schwächen über dich in deren Chancen ist irgendwie auch ein Akt der Gnade. Wenn ihr tatsächlich ein bisschen mich bedienen können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herausfordern. Also was sagst du? Ich bin noch nicht bereit. Schwächling wie du sollten wir gar nicht erst unter die Augen treten. Okay, ich glaube, wir fangen erstmal ein bisschen. Bevor wir uns dem stellen. So. Komm mal her. Bitor erscheint. Na komm. Du bist Eis, glaube ich, ne? Aqua Knarre. Eine Knarre. Nick. Oh.
müssen irgendwie, weiß nicht. Also wenn wir nicht Erfahrungspunkte kriegen würden, dann würde ich ja alles fangen, aber sorgt für jedes Mal, wenn ich Erfahrungspunkte kriege, dann überlevel ich hier wie blöde. Nichts fangen. Steinwasser. Zwei Exemplare hängen sich an einem passenden Felsen in den Küsten, um dort zu leben. Bei Flut sammeln sie gemeinsam Nahrung. Ja. Man, das Ding sieht irgendwie voll krass aus. Wie hat sich das entwickelt? Warum jetzt immer irgendwie ein Defensivwert runter, wenn... Ja. Warum jetzt immer ein Defensivwert runter, wenn ich irgendwie was hab, was... irgendein Angriffswert erhöht. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Oh, hey. Hi. Zurokex. Und dann noch dieses Maus Dingen. Du bist Unlicht oder Kampf? Ich glaube, du hast Unlicht, ne? Dann schauer. Schutzschild. Verschwendet euch mal Zeit, Mann. Und dann hat sogar eine Animation. Es war schon nicht immer so. Okay. Macht ja nur, weil ich jetzt gerade aufnehmen bin, ne? Extra jetzt Zeit verballern. Das Schlimmste, was du machen kannst. So, Schlupfe, ja. Kannst nicht so oft hintereinander einsetzen, Kollege. Diese Schnellauswahl von Pokébällen finde ich echt praktisch. Ey! Okay, ist gut. So, komm her. Pokéball, flieg, flieg. Ah. Jawohl. Okay. Mit dem Fangen läuft gerade. Und Lichtkampf, okay. Zurokex deuten Blickkontakte als Einladung, ihren Gegenüber mit Kopfnüssen anzugreifen. Vor sich ist also geboten. Bitte, du hab ein gutes Wesen. Ich glaube, du bist sogar ein halbwegs gutes komplett Pokémon. Muss aber wohl irgendwas hier mal haben. Boah, das gibt's jetzt nicht. Der Spezialangriff ist sowieso kacke. Hört wie ich. Das ist mehr physisch ausgelegt. Also ja. Okay, wo ist dieses Ding? Ich weiß noch, wie die Entwicklung ist. Oh, auf mir. Hey, Potrott. Potrott. War jetzt meiner Lieblingsgruppe. Okay, Raub. Das Ding irgendwie down zu kriegen, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Okay, das könnte auf Dauer nervig werden. Ich habe niemanden, doch Flora. Flora kann das aushalten. Okay. Du bist Gestein und Käfer, also boom. Ja. Für die, die es nicht wissen, Potrott, habe ich das Pokémon mit der stärksten Verteidigung und Spezialverteidigung in ganz Pokémon. Also kommt jedenfalls sehr... Oh, hätte ich mal Raub eingesetzt. Ey. Raub bringt ja nichts, wenn... also was hier? Mache einfach so. Pokéball fliegt. Na. Na. Mein Gott. Okay, gut. Ich habe einen Ball, irgendwann wird er schon da reinlanden. Hm. Boom. Das führt mich irgendwie so zurück. Es gab mal eine Zeit, da habe ich irgendein Pokémon gespielt, da habe ich nur Bälle geworfen, ohne zu schwächen. Und ja, ich habe alles so gefangen, mehr oder weniger. Das war krass. Er sammelt Bären in seiner Schale, um sich vor Attacken zu schützen, versteckt sich unter Steinen und fahrt dort regungslos.
Okay. So. Verteidigung. Schon 134 Verteidigung. Und Initiative runter. Das ist ein competitive fähiges Pokémon, ehrlich gesagt. Oh nein. Oh. Cool. Oh, eins. Gut. Soll ich noch ein Schmierbier fangen? Dich will ich fangen. Hey! Oh, weißt du was? Wir knöpfen uns den jetzt vor. Ich gehe jetzt aber nicht zum Pokémon Center zurück. Wir ja schon schaffen irgendwie. Wenn du tatsächlich ein willst mich besiegen, dann hast du mal erlaubt, mich zum Kampf herausfordern. Ich fordere dich heraus. Für den Liga-Präsident Rosé persönlich ausgewählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Weil doch, Präsident. Du hast nicht nur Psycho-Pokémon. Da ist mein Kuro wird das hier nur schaffen. Manchmal los zu Psycho-Pokémon. Wäre vielleicht nicht so gut, dich in Vordergrund zu lassen. Na, irgendwie was, wenn du mal was reißt, Level 25. Also, Kuro holt dich schon ein. Irgendwie, das kann nicht so sein. Mein Starter muss doch an erster Stelle sein im Level. Alter, er hat genau gereicht, um den. Boah, vielleicht hätte ich doch zum Pokémon Center gehen sollen. Ja gut. Das hat keine Wirkung auf Kuro. So, jetzt machen wir erstmal den hier, Rinkenschmied, und dann tut Kuro alles zerfetzen. Spezialangriff. Keine Wirkung. So, dann muss ich das hier einsetzen. So, du müsstest jetzt alles hier erledigen. In einem Rush. Ja. Mapoche, hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. War schon, als ich schon mal erledigt habe, ne? Du Volltrottel. So. Bonita, man sagt mir nicht. Oh, du hast ein Pokémon-Schild, Bonita. Ich, das will ich auch haben in meinem Team, aber geht nicht. Oh, dagegen habe ich gar nichts. Ich konnte Kuro drin lassen, aber Lauch, versuch was zu reißen. Mhm, Feenbrise. Oh Gott, du bist fähig. Dachte, du wärst Feuer. Da macht das Ding irgendwie noch mehr awesome. War unnicht effektiv gegen, nee, ne? Was war noch mal effektiv gegen was? Zornklinge. Wer, du bist Feuerfee. Oh nee, du bist wahrscheinlich Psychofee, ne? Pass auf. Oh, warte mal, das ist doch gut. Zornklinge. Jawohl. Ah, wenn er jetzt schneller wäre, ne? Warte hier. Ich doch nicht so sitzen auf mich. Was hat Ding schon wegkommen? Denke ich schon wieder, ich bin über Level, ne? Und dann kommt hier der Erstbeste und haut mich wieder um die Ecke. Jetzt sollte ich doch so viel Pokémon wie möglich fangen. Ja, komm schon, ey. Ich hab's sowas schon gewusst, ey. Oh. Oh, Mistviech, ey. Na, Igni, versuch du noch vorher was zu reißen. Ich habe mir gedacht, wenn er jetzt keinen Volltreffer macht, dann geht das klar. Aber nein. Hey, das gibt's jetzt einfach nicht. Die RNG meint's nicht gut mit mir in diesem Spiel manchmal. Molimorba. Immer noch. Nitro-Ladung. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Und sicher Schock. Es kann die ganzen Pokémon sind stark für so im Angriffs
werten mäßig, aber er hat noch nicht viel aus. So, was hat er noch? Bonita ist neu. Was hat er noch? Omnivora. Ich freue Entwicklung davon. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Remo war er jetzt. Ja, warte mal, das wird aber anders. So, schon sollte mit einem Schlag wegzuhauen. Nee, ne? Doch. Gut gemacht. Hat er nicht dieses Traum-Pokémon irgendwie vorher noch? Ja. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lasse dich mal gewinnen. Na klar. Na schön, ich kriege ein Schwächling bist du nicht, dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben, dass die Arena Challenge bestehen könnte, ist reiner Schwachsinn. Hier ist mal einen kleinen Trostpreis. Jetzt die Liakart von Bettis. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen? Der Typ ist voll die Zundere. Nicht so, als würde ich dich mögen oder irgendwie sowas, ne? Liederkarte. Sag mal. Manchmal auch so eine Pose und so haben. 908. Oder hat der überhaupt für eine Nummer? Gar keine. Ach, der ist ja kein Dings, ey. Ich glaube, irgendwie so eine Pose machen wir irgendwie sowas. Und das Viech, das rennt die ganze Zeit weg. Komm. Ich weiß. Immer wenn ich das Ding sehe, muss ich an den Vegas denken. Er hat die Entwicklung von diesem Teil und weil die Beldra war irgendwie schneller als der Teil, obwohl hat angeblich irgendwie das schnellste Drachen-Pokémon sein soll. Seitdem er hat die Beldra den Namen der Zerstörer aller Träume für mich. Aber ich glaube, da habe ich schon EV-Training gemacht und er hat noch nicht gewusst, was das ist zu dem Zeitpunkt. Vielleicht auch natürlich voll auf Geschwindigkeit hochgeballert und dann war das Ding am Ende schneller, auch weil das nicht EV trainiert war. Meins war EV trainiert, also ja, hat man schon einen Unterschied gespürt. Ah, schöne Zeiten. Und hey, ja, komm. Bist du überhaupt Eislaus? Okay, Wangen Rubla, obwohl du könntest vielleicht Boden sein. Tu mir jetzt nicht das an. Ach, lach. Käfertrutz, das wird nicht sehr effektiv sein. Du. Hasenfuß, ah, cool. Okay, ist er effektiv? Okay, wo könntest du denn dann sein? Wasser, Wasser, Gestein, Wasser, Käfer, irgendwie so was. Wie nennt man diese Dinger noch mal? Was? Du Mistviech! Oh. Der ist abgehauen. Na ja, komm. Dann wird es uns ein Schmierbe oder hoffentlich was Neues. Blop. Oh nein, nicht du. Ja. Ah, natürlich. Okay, vielleicht sollte ich mich erst um einige Trainer kümmern, ein bisschen hochleveln, weil die Pokémon sind ja gefährlich hoch im Level, finde ich. Was? Was? Flunschli. Du warst eine Falle. Was war das denn? Ich habe nur so ein. So, oh Gott. Ich habe nur so ein Pokéball am Boden liegen gesehen. Haben wir gedacht, was ist das? Was könntest du sein? Keine Ahnung.
Ist doch nicht irgendwie, oder bist du Unlicht? Ja, sieht so aus. Oder Stahl? Oh nee. Alter. Okay. Zeit zum Pokémon Center zurückzurennen nach diesem Kampf. Ist auch schön. Boah. Ich will nicht so viel Erfahrungspunkte kriegen. Zurück zum Pokémon Center. Vorher nehme ich nur dich mit, ey. Mein Gott, ey. FM, ja, ja. Also nicht. Verstehe bis heute noch nicht genau, was das bedeuten soll. Ah, nee, warte mal, bist du nicht Psycho oder irgendwie? Nee. Alter! Ja, heißt unnötige Erfahrungspunkte. Zurück zum Pokémon Center, um unser Baby hoch zu leveln. Hoch zu heilen, meine ich. Plötzlich sind diese ganzen Ärzte nicht mehr so nervig. Wünsche mir doch die Wendung hier. Habe ich irgendwie beschwert, dass irgendwie zu viele von ihnen rumlaufen, den neuesten Pokémon spielen. Ja, immer voll heilen, aber das ist eigentlich nur, um den Weg hier zum Pokémon Center zu ersparen. Und ja. Okay. Hören wir uns um die Trainer, wir müssen ein bisschen hochleveln, habe ich so ein Gefühl. Gut. Wir haben irgendwie noch keinen Fortschritt hier gemacht, habe ich so ein Gefühl. Wir haben unseren Rivalen erledigt. Also ich, das ist jetzt unser Rivale. Er ist viel besser als Hopp. So, geht weg. Nein, geht weg. Und darauf falle ich nicht noch mal rein, ey. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an dir Dampf ablassen. Martin. Waggon. Was zum... Okay. Das ist ein... Wie nennt man das? Minecart. Hier aus nach Stein. Soll auch bitte verrechnen ich dir, du feigst viel zu viel irgendwie. Das geht zu einer niedrigen Verteidigung, habe ich so Gefühl. Level 21 kommen. Ja. Alles klar. Nitro-Ladung, nein. Steinfeuer. Okay. Also irgendwie voll ironisch, weil Lauch war irgendwie voll stark, hat er erstmal beendet sind, hatte ich so ein Gefühl. Und jetzt irgendwie so ein Gefühl, wie es voll schwach. Nach Lila ist der Übermut verflogen, stand da. Wenn es viel Energie in einsteckt, ist man oft nicht zu gebrauchen. Mit Pokémon kämpfen wir immer so überflüssige Energie los. Überschüssige. Finster bitte. Okay, jetzt weiß ich ja, diese... Das ist ja voll lebensgefährliche. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Die Haare wehen im Wind, Steffi. Kiesling. Und schon dagegen wirst du doch ankommen können, oder? Ja. Ich kann nur Bangrubbler einsetzen, das ist ein bisschen doof. Ich will mal da Elektroattacken, aber Bangrubbler ist nicht so stark. Das bringt es irgendwie nicht. Aber das könnte gut sein. Ja, er drückt stärker. Und raus hier. Ich kann eigentlich nur sie einsetzen. Als andere droht zu verrecken. Und Kuro ist schon viel zu stark. Ich finde es gut, dass wir wie blöde Geld bekommen. Ne? Wir kriegen jetzt echt immer so 4000 Kohle. Ne?
in diesen Rauch, in diesem Glücksrauch, das ist awesome. So blöd ist, wenn Little Tox sich mit Zuneigung entwickelt, dann haben wir, weil nicht unser ganze Weiterentwicklungsabenteuer ein bisschen verlängert, weil wenn Pokémon KO gehen, dann sinkt die Zuneigung. Also ja, ist schon mal schlecht, weil der gerade kaputt gegangen ist einmal. Aber schauen. Ja. Der Pokémon kämpfen braucht man andere Muskeln als auf der Baustelle. 4200. Das habe ich nur durch Zufall aufgeschnappt. Aber angeblich können selbst Pokémon der gleichen Art unterschiedlich stark sein. Ah, Wesen. Griffklaue. Von Klammergriff Wickel. Ah, okay. Oh, da ist ein Dings. Wie immer das Ding nochmal heißt. Die Entwicklung davon. Und da sind wieder die. Ich heile mich mal ein bisschen, ne? Ich habe mal genug Geld. Guck mal, 71.000. Ich glaube, für Geld habe ich irgendwie ausgesorgt. Für eine ganze Weile. Gedört. Okay. Das sieht nach Zweierkampf aus, also ihr beiden. Ihr schafft das schon. Oder ich muss gegen zwei hintereinander kämpfen. Sieht aus wie so Vollpfosten. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Malo Beta, ein echter Arena-Challenge. Das schreit nach einem Kampf. Oh, hey, was ist denn hier los, Daniro? Ist das ein Fanclub? Du bist ja bald fast beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten im tiefsten Gespräch mit dem da. Mach Platz für Hopp, den zukünftigen Chef. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Ich mag den Typen. Wenn er es nicht lustig genug wäre, können wir gerne kämpfen. Ein echter Renner zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist Kampf kämpfen, Daniro. Bist du bereit? Und sag mir jetzt nicht, du heilst mich oder so, ne? Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt von Champ höchstpersönlich. Wenn ich wisst, was das bedeutet, müssen wir euch es eben zeigen, mein Gott. Pff, dann passt mal schön auf, wir zeigen euch, wie hart bei der Arena-Challenge es zugeht. Was tun die Knieche sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Ha. Jubel von Team Yell und Jubel von Team Yell. Oh Gott. Ich habe mit schwächeren Pokémon gerechnet. Der hat immer noch sein. Ist aber Level 1 hat, okay, ich wurde nicht geheilt. Gut. Geht gegen beide. Aber wenn die beide auf denen losgehen, ne? Okay, du hast zwei Unlicht-Pokémon. Ja, irgendwie. Das Doppelkick, genau. Boah. Close up der Wampe, ey. Nach die Autsch. Dann Pauke. Autsch. So, dein Volley soll mal was machen, verdammt. Volley setzt Doppelkick ein. Hey, gut. Das denn so ein Doppelkick? Zeig dir mal einen Doppelkick. Das ist ein Doppelkick. Boom. Boom. So. Oh. Okay. Oh, da war's mit Wolli. Volltreffer. Sieht so aus, als wäre es nicht so gut für mich. Was, Daniro, halt's Maul, du Kleopatra. Also ich wollte schon sagen, Hopp, setzt das ein. So, und du hast ach ja, das hat man schon gesehen, glaube ich, ne? Bei dem schon, weiß ich jetzt nicht, aber mein, ja,
und Double Kick. Jawohl. Ja. Dingas hat es leider nicht so drauf, also irgendwie klar. Leo Petra. Nachti. Okay. Wie die ganze Zeit Headbang, ey. Na gut. Ein Volltreffer. Irgendwie habe ich das Gefühl, Volltreffer sind ja voll irgendwie häufig in diesem Spiel. Nämlich eine ganze Menge Volltreffer, wenn ihr mich fragt. Ja, gut. Ja, alle sind 24 mindestens. Pflücker. Da ist niemand mehr. Hopp. Was bist du eigentlich für ein Noob? Da ist doch kein Gegner mehr. Boah. Geht der Vogel einfach auf den einen von diesen Typen los, ey. Okay, mach das Ding fertig, hopp. Ja gut. Den konnte ich mal angreifen einmal. Jetzt können wir selbst einen Feinkopf brauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Jetzt schenke ich das erst, dieser Knicht, der kleine Bruder des Schems. Hätte ich doch nur so einen tollen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte. Du bist einsame Spitze, Daniro, aber kein Wunder, du bist ja auch mein Rivale. Von Kabu fehlt immer noch hier Spur. Wo steckt dieser Typ los? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Alles klar. Aber, whoop. Hey, da ist das Ding. Und wir versuchen das noch zu fangen. Da führe ich brauche die Welle. Kabalen. Weiß, wir können einfach das eine Ding weiterentwickeln, aber so macht es doch viel mehr Spaß, ne? Hast mich hochgehalten, du hast mich hochgehalten. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich gar nicht in den Kampf reingegangen. Ja. Halt. Natürlich hat er mich hochgehalten. Ich dachte, wir wären noch hier voll angeschlagen, deswegen wollte ich ja in den Kampf rein. So, ich habe das Gefühl, du bist Gestein Wasser. Aber Flora ist jetzt nicht so stark, also Kopf muss. Au. Oh. Jetzt, wie kann das Ding schneller sein als ich? Okay, Flora, warte mal. Ich fällt gerade ein, Flora ist langsam. Ah. Vielleicht ist Flora doch ein bisschen stärker so vom Schaden her, als ich ursprünglich dachte. Lauch versucht Scanner zu lernen. Das könnte. Aber ich hätte gerne so eine gute Coverage. Das ist eine sehr gute Coverage gerade. Man setzt da doch mal ein, jetzt mal ganz ehrlich. Dann will ich doch mal einsetzen. Igni, Level 28, gut. Ich sagen, was für diese Folge. Oh, warum? Wollte ich hier nicht hinein, auf ich wollte irgendwo in Sicherheit sein. Bitte lass mich fliehen. Danke. Na, warte mal, gehen wir mal. Nein, nicht hier oben rechts. Ich glaube jetzt sicher. Gut. Das war voll die Falle, aber was soll's. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Party hier. In der nächsten Folge gehen wir weiter durch Galamine 2 heißt das hier, ne? Und ja, ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Batsch gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um dem Kanal weiterzuhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.